Ja, ich denke einfach, dass ich wirklich über die ganzen vielen Jahre, seit 25 Jahren, mich für diese Stadt engagiere. Vorher war ja, also auch zu Ostzeiten, habe ich ja erstmal darum gekämpft, überhaupt das Geschäft zu bekommen. Ich war in vielen Gremien. Ich habe die, ich sag mal, den Modeball 8 Jahre, Potsdamer Modeball organisiert. Und es war etwas Besonderes für Potsdam. Ich war unterstützt das Frauenzentrum, das autonome Frauenzentrum seit 15 Jahren, materiell und auch ideell. Ich bin 11 Jahre Präsidentin Handelsverband Berlin-Brandenburg gewesen, immer meine Freizeit. Dafür gewinnt Vizepräsidentin des HDE, also des Verbandes Deutschland. Ich bin in verschiedenen Gremien und alles, was auch Potsdam war, ob das damals so Kulturhauptstadt war, war ich dabei. Ich habe also immer versucht, Potsdam auch zu unterstützen und ein Stück weiterzubringen. Und das ist mir ein ganz großes Bedürfnis. Es gibt ja diesen Spruch, Potsdam muss man lieben. Also das ist so. Ich engagiere mich, weil ich finde, diese Stadt hat es verdient, dass wir uns alle dafür einsetzen. Sowohl sozial als auch kulturell, aber eben auch in sein Geschäft nochmal. Das ist ja auch was Wichtiges. Ich finde, wir sind das einfach dieser Stadt schuldig, dass wir was tun. Und nicht nur rumjammern und über diese Stadt im Prinzip immer wieder, das ist nicht in Ordnung. Das sieht man doch erstmal, wie schön unsere Stadt ist, wenn wir woanders sind. Ja, und deswegen bin ich dankbar und glücklich, dass ich diese Auszeichnung empfangen darf. Und auch die anderen Auszeichnungen, die ich bekommen habe, sind ein Ausdruck dessen, ohne Fleiß kein Preis. Und ich musste aber erst etwas leisten, um auch überhaupt geehrt zu werden. Und was sagen Sie, dass der Bürgermeister Sie ausgewählt hat gerade? Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich denke, er kann es am besten einschätzen. Wir kennen uns aber die Jahre, er begleitet mein Tun. Wir haben ja ganz oft zusammengesessen und versucht, Dinge zu verändern. Und ich bin ja auch streitbar. Das heißt, also ich bin nicht einfach so angepasst, sondern ich sage meine Meinung. Und das wird ja auch geschätzt. Also nur konform zu sein und zu sagen, oder parteiintern, ich gehöre also keine Partei an. Aber ich finde immer, ich tue etwas. Und nicht nur, ich mal müsste, sollte, könnte, sondern ich tue es. Ich tue es, ich habe bestimmt 300 Modenschau mit dieser Stadt gemacht. Kulturelle Events und immer auch mit ganz vielen Besuchern zu den Stadtfesten. Also ich war unermüdlich, sage ich einfach mal, um etwas zu tun. Die Landeshauptstadt Potsdam in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt haben und sich ins neue der Stadt. Es ist ja so, dass diese drei Persönlichkeiten jeweils in unterschiedlichen Branchen oder Umfeldern tätig gewesen sind. Aber eins eint sie alle, nämlich, dass sie durch Mut, durch Tatkraft, durch Geschick, Glück, gehört auch immer im Leben dazu, aber auch durch ganz großes Engagement diese Stadt nachhaltig mitgeprägt haben. Und wir haben uns was Besonderes überlegt, meine Damen und Herren, wir wollten Persönlichkeiten ehren, die sich in der Wirtschaft in besonderer Weise hervorgetan haben. Der Landeshauptstadt Potsdam wird ja immer vorgeworfen, sie habe kein richtiges Gefühl für die Wirtschaft. Nun soll das damit nicht gut gemacht werden, indem wir heute drei Persönlichkeiten in der Stadt anfangen und dann ist gut. Nein, sondern wir wissen sehr wohl, will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, das meine ich nicht nur bezogen auf mich, sondern auch auf die Stadtverwaltung und insbesondere auch, was die Stadtverordnetenversammlung angeht, dass es sehr wohl Themen gibt, die mit der Wirtschaft im Zusammenhang stehen und die uns wichtig sind. Und in der Stadt ist es bedauerlicherweise immer so, dass andere Themen im Vordergrund stehen. Die Potsdamer Mitte, das Thema der Garnisonkirche oder der Abriss der Fachhochschule. Wir wissen aber auch, meine Damen und Herren, so wichtig diese Themen auch sind, durch Befragung, die wir regelmäßig durchführen, dass das aber nicht alle übermäßig interessiert. Das sind nur bestimmte Beteiligten. Und wir dürfen nicht sagen, dass das kein wichtiges Thema ist. Es war damals einfach nötig, in der Energiewirtschaft in dieser Stadt was zu machen. Was ist gemacht werden musste, wussten wir schon immer, also die DDR-Zeiten noch.
Aber damals ließ man es nicht. Natürlich, als die Wende kam, haben wir die Gelegenheit genutzt und haben sofort Konzepte gemacht, die eigentlich für die Stadt gut waren. Man hat sich ja am Ende bewiesen, dass es so ist. Ne? Denn wenn ich erinnern darf, die Stadt Cottbus, die in einer ähnlichen Situation war wie wir, die hat das nicht gemacht. Die hat sich mit Kohle weiter beschäftigt und sollte böse in eine Insolvenz geraten. Erklärt sich die Reihenfolge so, dass es nicht irgendwie historisch abgeleitet oder der Bedeutsamkeit der Treffen. Und wir wollen das gerne in einem schönen feierlichen Rahmen auch stattfinden lassen. Und deshalb freut es mich, dass wir eine kleine musikalische Einstimmung erhalten. Ich habe vorhin schon in meinem Büro zarte Flötenklänge vernommen. Sofort das Fenster aufgerissen und habe gedacht, was ist das denn? Ist es eine Hochzeit? Nein, das war die Einstimmung auf diese Veranstaltung. Also, meine Damen und Herren, seien Sie gespannt auf diese Einstimmung. Meine Damen, Sie kommen. Vielen Dank.
nachher der Laudatio für Hagen-Gelder. Noch zu DDR-Zeit. Im Jahre 1987 hatte Frau Gendlich mit der Boutique Karin ihr erstes ganz 9 Quadratmeter großes Modegeschäft in der Gutenbergstraße eröffnet. Aber schon damals wurde schon schnell klar, wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht sie es auch durch. Ihre Gewerbeerlaubnis jedenfalls haben sie damals nach langem Kampf bravourös erfochten. Und sie schauten nicht zurück, sondern nur nach vorne. So fassten sie nach den Umbrüchen 1989 und 1990 schnell Fuß aus einem Ladengeschäft und 4. Mit ihrer Idee, ihren Kundinnen ausgewählte Einzelstücke namhafter Marken zu präsentieren, setzten sie sich gegen die zunehmende Konkurrenz durch. Doch ihre eigenen Geschäfte waren für sie nicht alles. Sie engagierten sich zudem von Anfang an in der 1995 gegründeten AG City, die seit 2004 als AG Innenstadt fungiert. Sie wussten immer, was sie wollten und wussten auch immer, was gut ist für den Potsdamer Innenstadtraum. Und so waren sie bei der Liberalisierung der Sonntagsöffnungen stets an unserer Seite. Das ist übrigens heute noch. Weil es ist immer noch Ihr Wirken ging später dann weit über die Grenzen der Landeshauptstadt Potsdam hinaus. Es würde den halben Nachmittag füllen, ihre einzelnen Funktionen in verschiedenen Handelsverbänden aufzulisten, aber eines soll hier auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben. Sie waren es, die 2005 als erste Präsidentin des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg und somit einzige Präsidentin eines Handelsverbands überhaupt in Deutschland Geschichte geschrieben. Eine Geschichte, die zu unserer Landeshauptstadt Potsdam gut zu Gesicht steht, wie ich finde. Dass Sie auch noch die Zeit gefunden haben, sich in der Krebs- und Mukoviszidosehilfe zu engagieren, spricht für Ihren Sinn und natürlich auch für die gesellschaftliche Verantwortung, die Sie haben. Ich habe in einem Presseartikel gelesen, dass Sie sich selbst als Mutmacherin sehen. Und das trifft, wie ich finde, ohne Fragen zu. Die heutige Auszeichnung ist nicht Ihre erste. Im Jahr 2000 erhielten Sie den Prix Europe, im selben Jahr und 2016 die goldene Ehrennadel des deutschen Einzelhandels, 2001 den Oscar für den Mittelstand und besondere Ehrung war die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande 2005 und des Verdienstordens des Landes Brandenburg, die vor wenigen Wochen stattgefunden haben. Dieses Jahr haben Sie nun nach 30 Jahren Unternehmertum Ihre berufliche Karriere beendet. Ich freue mich sehr, dass Sie sich nicht ganz in den Ruhestand verabschiedet haben und den Potsdamer Modeball wieder bewegen wollen. Ich finde, das ist eine klasse Idee. Sehr geehrte Frau Gendlich, für Ihre Verdienste um Potsdam und den Potsdamer Einzelhandel möchten wir Ihnen unseren Dank und auch unsere Anerkennung aussprechen und ich darf Sie bitten, sich ins Goldene Buch der Stadt Potsdam einzutragen. Dazu bitte ich Sie nach vorne und auch die Vorsitzende der Stadtverordnung. Insofern
verstanden habe. Ich danke vor allem meinem Mann, muss ich sagen, der das alles ertragen und mitgetragen hat. Und ich sage auch ein ganz besonderes Dankeschön an Monika Traub, ehemals Frau Schörbich. Sie war es, die den Mut hatte, in all dieser Zeit in 1986 die Gewerbeerlaubnis zu geben. Und sie ist heute hier und ich bin ihr von Herzen dankbar. Dann können wir nur alle dankbar sein. Sonst erhielten sie 2010 die goldene Ehrennadel des Deutschen.
deutschen Einzelhandels. Die Liebe zu Potsdam und seinen Menschen merkt man ihrem Schaffen deutlich an. Man sieht sie und man spürt sie. Wir ehren Wolfgang Cornelius für seine jahrelange engagierte Arbeit als Stadtverordneter der Landeshauptstadt Potsdam und als Vorstand für die Arbeitsgemeinschaft Innenstadt mit einer Eintragung in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Potsdam. Herr Cornelius, ich darf Sie nach vorne bitten. Initiiert und auch vorangetrieben hat.
Die Entscheidung war damals in jeglicher Hinsicht vorausschauend, sozusagen eine Sternstunde für die Umwelt in Potsdam. Sieht man sich zum Beispiel nur die CO2-Bilanz an. Mit dem alten Heizwerk wurden pro Jahr noch 1,75 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Nach dem Neubau des Heizkraftwerkes, das ab Mitte 1995 in Betrieb ging, waren es dann am Ende nur noch 460.000 Tonnen CO2. Seit Ende 2015, 20 Jahre nach Inbetriebnahme des Heizkraftwerkes, gibt es dort auf dem Gelände sogar noch einen oberirdischen Wärmespeicher, der mehr als 41.000 Kubikmeter heißes Wasser frisst. Deutlich mehr als ganz Potsdam pro Tag an Trinkwasser verbraucht. Diese riesige Thermoskanne, wenn man so will, macht den Betrieb des Heizkraftwerkes noch umweltschonender und effizienter, denn mit dem Wärmespeicher kommen 10.000 Tonnen des Klimakillers Kohlendioxid pro Jahr weniger in die Luft. Zum 20. Jubiläum der Inbetriebnahme des Heizkraftwerks wurde Ralf Gaudenz bereits mit dem Potsdamer Klimapreis zu Recht ausgezeichnet. Die Entscheidung von damals zahlt sich gewissermaßen bis heute aus. Mit vergleichsweise günstiger und klimafreundlicher Fernwärme, an dessen Netz etwa 65.000 der insgesamt 95.000 Potsdamer Haushalte angeschlossen sind. Und, meine Damen und Herren, das steht hier jetzt nicht drin, aber das weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Gesellschafter und auch als Aufsichtsratsvorsitzender, wir können auch stolz auf die wirtschaftlichen Ergebnisse sein. Denn es gibt ja Städte, die sich damals auch unter politischem Druck entschieden haben, ein Kohlekraftwerk zu bauen mit nicht ausgereifter Technologie. Und diese Stadtwerke sind heute pleite, während unsere Stadtwerke schwarze Zahlen schreiben. Auch das ist mir wichtig zu erwähnen, weil wir sind ja beim Thema Wirtschaft. Ich kann für solch wegweisende Sichtweise im Namen der Landeshauptstadt Potsdam nur Dankeschön sagen. Und ich bitte Herrn Gaudenz, sich ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Potsdam einzutragen. Vielen Dank. Ja, meine Damen.